Heute ist zweiter Advent, noch wenige Wochen bis Weihnachten. In den Wochen des Advents findet sich oft die Farbe Violett in Kirchen. Entweder bei Pfarrerinnen und Pfarrern, dass sie violette Stolen anhaben, oder als Paramente am Altar. Diese Farbe hat eine Bedeutung. Sie ist die Farbe der Buße. Vor jedem großen Fest der Christenheit gibt es mehrere Wochen der Vorbereitung. Vor Ostern ist das die Fastenzeit. Und vor Weihnachten die Adventszeit. Buße meint dabei nicht, dass wir etwas büßen sollen oder verbüßen sollen. Buße meint Umkehr. Anhalten, einen Moment nachdenken, sich neu ausrichten, zu überlegen, wie gehe ich weiter, nochmal durchatmen und dann weitergehen. Anhalten, nachdenken, sich neu ausrichten und dann weitergehen. Das meint Buße und dafür ist die Adventszeit besonders. In der Adventszeit werden wir innerlich, aber vielleicht auch äußerlich ein wenig stiller und bedenken, was war und was kommen wird. Für dieses Nachdenken wünsche ich Ihnen und euch viel Gutes und grüße euch vom House of One.